Na, so langsam, aber sicher können wir auch schon mal jetzt. Na, endlich, in 500 Metern. Ich wollte schon fragen, wann hier die. Da vorne ist eine Tankstelle. Gut, da kann ich ranfahren. Gas weg. Bremsung mittels Retarder. Hier rein. Ohne Witz, da fährt hier gerade mit eingelegtem Retarder an. Jetzt halte ich mal an. Löse es mal ein Retarder raus. Parkbremse, Motor aus. So, über das Spiel. Mal sehen, ob ich hier jetzt vielleicht einen finde. Ich nehme einfach mal hier Pritschen auf Liga Standard. Sehen. Nein, das war eben nicht die Firma. So, hier sind. Kann man das sogar mal erkennen? Den habe ich bisher noch nie gefahren. Die haben wir dann hier mit TCN, welche dann hier unten alle eingereiht sind. Wie halt Renault. Oder auch dieser hier. Von Nucleon. Was genau in denen jetzt transportiert werden wird, bleibt abzuwarten. Aber interessant wäre es ja schon mal, weil bei der Firma war ich schon auf Bildern zu sehen, das scheint wohl ein Kraftwerksbetreiber zu sein. Weil man kann jetzt auch mit dem bei dem DLC auch wohl Kraftwerke beliefern. Also dort Aufträge abliefern oder auch annehmen. Wenn ich das jetzt richtig auf Bildern gesehen habe. In Frankreich deckt halt einen Großteil seiner Grundlast aus Kernkraftwerken. Dementsprechend, Name sagt es ja schon, und wer auch mal auf Steam oder entsprechend Facebook oder sonst wo schon, aber direkt auf der Seite von SCS die Screenshots mal gesehen hat, waren ja, glaube, zwei nachgebildete derartige Kraftwerke zu sehen, wo man dann halt auch mit einem LKW aufs Gelände fahren kann. Kann man dann wohl zum Beispiel die neue Arbeitskleidung für die dortigen Mitarbeiter dort vielleicht anliefern, zum Beispiel. War jetzt so eine Idee von mir. Oder was weiß ich, was man dann alles transportieren kann. Was halt alles in so einem Kraftwerk halt benötigt wird. Solange es nicht die altbekannten gelben Fässer sind, sollten wir erstmal recht sein. Weil am Ende bringen die Aufträge auch nur halt nur das Geld und die Erfahrungspunkte ein, die man dann halt wieder zum Leveln braucht. Obwohl gut, ich brauche hier erstmal nicht leveln. Ich habe eigentlich schon mehr als genug. Glaube, in EEP wäre auch so ein Kraftwerksprojekt doch mal was. Da ich aber in letzter Zeit das einzigste Anlage, an der ich halt baue, ist die fürs Let's Play. Alles andere sind halt mehr oder weniger Dioramen. Wo geht's denn hier lang? Nach Oslo? Ich glaube, die Strecke bin ich auch noch nicht gefahren.
Und ich habe mir jetzt so gedacht, da könnte man vielleicht irgendwann mal noch ein Diorama bauen. Weil das liegt mir im Moment mehr. Da gibt es halt keine Züge, die fahren, sondern die stehen eher. Ja, wie gesagt, Anlagen baue ich halt sehr selten. Ich hatte ja auch gedacht, und mir erstmal so Vorstellungen gemacht, wenn jetzt die EEP-Anlage, wenn ich den halt nicht weiterbauen kann, wie verfahre ich dann weiter? Mache ich jetzt eine. Also ich wollte noch nicht komplett bei Null wieder anfangen, wenn ich dann weiß, das kriegt mir dann eh wieder. Weil mittlerweile habe ich doch scheinbar eine gute Lösung gefunden. Muss ich zwar halt auf die Musik verzichten, aber sofern es auch daran lag. Sofern es halt am VLC Media Player liegt, dann muss ich halt auf die Musik verzichten. Ist zwar blöd, weil gerade wenn ich halt im 2D-Modus, das bin ich halt in der EEP-Version vorwiegend, wenn ich da irgendwas baue, dann ist halt, wenn ich mich konzentriere, dann sage ich halt nichts, dann ist auch in dem Moment kaum was zu hören. Vielleicht eins von meinen Meerschweinchen, was gerade wieder ein Rapplicht kriegt. Und denkt, es müssen mit allen Vieren gleichzeitig hochhüpfen und dabei laut fiepsen. Machen die ab und zu mal gerne, gerade wenn ich da irgendwie den was zu futtern reingebe. Dass sie dann irgendwas machen, um auf sich aufmerksam zu machen, dass sie ja als erstes Futter bekommen. Das wären dann solche Geräusche. Oder ein klingelndes Telefon. Hatte ich ja mittlerweile auch schon zweimal. Der war jetzt halt zum Plan B. Ich habe jetzt auch die neueste EEP-Version, EEP-12 habe ich ja. Aber habe so meinen Modellbestand durchgeschaut. Ein Großteil sind aus den alten Versionen konvertierte Modelle. Mit kleinen Darstellungsfehlern, keine Ahnung, woher die kommen. Habe ich wahrscheinlich beim Konvertieren irgendwas falsch gemacht. Sie halt mal erneut den Konverter durchlaufen lassen. Egal. Das ist halt kein unmöglich lösbares Problem. Nicht so wie die Abstürze von EEP. Oder auch die Speicherfehler. Wenn das Programm dann beim Speichern abschmiert, dann. Naja, die gestrige Folge von EEP hat ja alles verraten. Dann kommt halt bei mir der Choleriker halt durch. Ich wollte gerade fragen, hängt das hier jetzt auf? Und hier vorne muss ich ja schon mal die Fracht dann abliefern. Nachschub für den Supermarkt. Jetzt muss ich bloß noch ordentlich hier den LKW reinrangieren. Abliefern. Und dann einen Folgeauftrag raussuchen.
So, mal sehen. Nein, ich wollte doch keinen schnellen Auftrag. Okay, hier gibt es nicht allzu viele Aufträge. Ich kann jetzt mal nachschauen, was es zum Beispiel in Uppsala gibt. Zum Beispiel nach Bratislava, Graz, Hamburg, Stockholm. Und jetzt sagt mir bloß, von Stockholm aus gibt es jetzt noch irgendwas. Na, Bergen wäre ein bisschen zu lang. Helsingborg wäre nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Karlskrona erst recht nicht. Oh, vielleicht von Södertälje hier irgendwas aus. Ah, noch besser. Ich schaue jetzt einfach mal hier so durch, was es hier an Aufträgen gibt. Ich schaue jetzt mal woanders nach. LKWs, nö. Chemikalien nach Brüssel. Öl innerhalb von. Toll, das ist einmal um die Ecke. Nee. Bin ich komplette Woche unterwegs. Route bin ich schon zu oft gefahren. Ich schaue einfach mal so durch, was hier an Aufträgen gibt. LKWs nach Southampton. Also Auftragssuche ist immer kompliziert. Nee, danke, die Route will ich nicht nochmal fahren. Ich sollte erstmal nachschauen, wo ich überhaupt alles im Bereich von Skandinavien überhaupt eine Garage habe. Das dürften nämlich nicht allzu viele sein. Also Göteborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, beziehungsweise Malmö und Helsingborg. Helsingborg. Habe ich ja auch schon bereits nachgeschaut. Kalmar habe ich aber noch nicht geschaut. Dann kann ich mich da einfach importen lassen. Kann ich mir halt noch einen passenden Auftrag raussuchen. Jetzt ist mich schon wieder zu kurz. Das ist zu weit außerhalb gelegen. Kassel mit Benzin. Aber in Bremen war ich auch schon lange nicht mehr. So, Schnellreise nach Kalmar. Ist auch wenigstens das Wetter besser.